Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben jetzt die Aufgabe, nach Londinion zu gehen. Und da auch noch so ein süßes kleines Tierchen. Den möchte ich als Haustier auf meinem Schiff haben, ja? Zum Streicheln, zum Kuscheln, zum Füttern. Den möchte ich gerne haben. So, aber wir wollen jetzt mal auf hoch. Da fällt mir gerade ein, wir haben ja vorhin noch einen Erfahrungspunkt bekommen. Den müssen wir irgendwo investieren. Schauen wir mal, wo wir den hinpacken. So, hier möchte ich gerne ein bisschen mehr hier rein investieren. Zerstöre 15 Schiffe für die nächste Stufe, um das hier zu machen, damit wir Klasse B fliegen können. Ja, okay, das wird wohl nix. Hier können wir noch nicht. Wir müssen erstmal zwei weitere hier investieren. Handel. Du kaufst um 5% billiger und verkaufst 10% teurer. Würde ich das hier mal machen wollen? Kauf oder verkauf 25 einzigartige Items. Oh. Das wäre die nächste Stufe, um die nächste Stufe freizuschalten. Ja, gut. Könnt reingucken. So, apropos. Wir haben ja auch neue Items bekommen. Hier, den Lichtbogenschweißer will ich dann vielleicht hier packen. Oder warte, vielleicht da. Dann komm, den packe ich mal auch hier hin. Und den Orion packen wir hier hin. Dann haben wir... Achso, wir haben schon zweimal. Gut, dann können wir den ein GR verkaufen. Obwohl, dann würde ich ja den hier hinsetzen. Dann würde ich den anderen verkaufen. Ein Scharfschützengewehr reicht uns. Hatte ich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt zweimal den Orion habe. So. Schiff werden wir definitiv noch umbauen. Da gefällt mir gar nicht, wie das hier aussieht. Wie wir zum Cockpit kommen. So. Und hier. Ich bin schon ewig bei der Vanguard. Die Gesichter ändern sich. So. Aber ich mag unsere neue Rüstung. Die ist auch deutlich stabiler als das, was wir vorher hatten. Und wir heben ab! Von außen sieht das Ding cool aus, muss ich sagen. Aber von innen gefällt mir das gar nicht. Das müssen wir noch umstrukturieren. Das müssen wir noch umstrukturieren. Zielpunkt erreicht. Orbit stabil. So. Da müssen wir hin. Dahin. Und Mission Tollimann. Grafsprung bereit. Ja, komm. Und los. Boah, diese Animation, ich mag die. Was für eine Reise. Schalte von Graf auf normalen Trieb. UC Security Longsword. Du bist in gesperrten Raum eingeflogen. Bitte antworten. Ja. Diese Welt ist gesperrt. Wir raten, sofort zu einem sicheren Ort zu springen. Ich darf hier sein. Ich bin mit Commander Hatum verabredet. Ich bin auf einer kritischen Mission. Lasst mich passieren oder ich melde euch. Gesperrt, warum? Tollimann 2 ist eine biologische Sperrzone. Hier gibt es nur Terrormorphs und UC-Soldaten, die sie im Auge behalten. Du solltest verschwinden, solange du es noch kannst. Ich darf hier sein. Ich prüfe das mal eben. Stimmt. Alles klar.
Wir sagen Bescheid, dass du auf dem Weg bist. Okay, das hier herrscht also Londinium, Tolliman 2. Vorgeschobene Basis. Nach Londinium. So, würde ich so machen wollen. Da hinten ist es. Vorgeschobene Basis. Und landen. Jetzt habe ich Angst, was auf uns zukommt. Könnte sehr gefährlich werden. Landeplatz ist frei. Gehen wir runter. Oha. Hier ist ja alles zugeschneit. Das ist jetzt unser erstes Schneegebiet. Ich verlasse mal direkt. Erstes Mal Schnee. 21% aber Sauerstoff. Aber Temperaturen minus 18 Grad. Schwerkraft ist aber... Okay, hier nochmal. Extreme Kälte, Schnee. Gehen wir mal da rein. Ja, ich bewege mich. Ich bewege mich aber langsam. Du bist bei der Xeno-Einheit. Auf zum Kommando, am anderen Ende des Geländes. Dieses Piepen macht mir Sorgen. Wo wird geschossen? Vorgeschobene Basis 441. Hier wird geschossen. Ach, der übt. Boah, wie mega wäre das, wenn wir Londinium irgendwie auch wieder besiedeln könnten. So, muss ich da rein? Ich glaube, ich muss hier rein. So, Commander Hatun? Ich rühme mich, alle zu kennen, die Fuß auf diesen Planeten setzen. Aber dich kenne ich nicht. Bist du mit dem Sammelteam hier? Oder du bist ein Eindringling und hast ordentlich Pech. Captain Max Deus, UC Vanguard, ich werde erwartet. Ich bin beim Sammelteam. Ich möchte nur einen Kaffee, schwarz, bitte 2 Stück Zucker. Ablenkung. Wie niedlich. Nervös, was? Das ist wirklich keine Schande. Naja. Vielleicht kriege ich meine Antwort eben von Ihnen. Commander Hatum, ich... Vorstellen ist nicht nötig, Major Sonno. Dr. Walker, euer Ruf eilt euch voraus. Außerdem, nehme ich an, gehört er zu dir? Oh, der Captain? Ja, Ma'am. Ohne ihn wäre das nicht möglich. Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Also, Londinium gehört zu den gefährlichsten Orten in der Milchstraße. Es gibt also einen Grund, warum meine Soldaten und ich die Stadt auf keinen Fall betreten wollen. Mhm. Überall gibt es Terrormorphs und die strukturellen Schäden, die zurückblieben, als Major Sonnos Vater den Raumhafen bombardierte, hat das weite Teile der Metropolis in ein verfallenes Labyrinth verwandelt. Oh. Deshalb bekommt ihr jegliche Ausrüstung und Informationen. Und wir laden die kommunalen Freischaltcodes auf euren Roboter hoch. Alles, was uns zur Verfügung steht für euren Erfolg. Nur eines nicht. Auf der anderen Seite dieser Barrieren seid ihr auf euch allein gestellt. Wenn es Probleme gibt, werden meine Leute nicht mehr kommen. Haben wir uns verstanden? Kannst du uns sagen, was da draußen auf uns zukommen wird? Terrormorphs. Viele Terrormorphs. Bis auf unseren kleinen Zufluchtsort hier gehört der Planet zum größten Teil Ihnen. Deshalb gehen wir nur selten in die Stadt, so dass unsere Informationen größtenteils veraltet sind, sobald man die Verteidigungsanlagen weit hinter sich lässt.
Deshalb möchte ich auch ganz klar sagen, da draußen seid ihr auf euch allein gestellt. Du würdest nicht einmal ein Rettungsteam schicken? Wir sind ungebetene Gäste auf diesem Planeten. Und in der Regel setze ich meine Leute nicht mehr Risiken aus als unbedingt nötig. Hier draußen ist es ohnehin schwer genug. Also, nein, es wird keine Kavallerie zur Rettung herbeieilen. Wer Victus hat diesen Ort bombardiert? Warum denn? Der erste Ausbruch der Terrormorphs, der Londinion am Ende des Koloniekriegs überrollte, war ein völliger Schock. Wellen dieser Kreaturen tauchten aus dem Nichts auf und die Stadt wurde schnell überwältigt. Mhm. Es gab einige Evakuierungsversuche, aber Vey Victis entschied, dass ein endgültigeres Vorgehen angebracht war. Er ließ den Raumhafen bombardieren, damit keine anderen Schiffe die Stadt verlassen konnten. Die Ausbreitung konnte gestoppt werden, aber große Teile des Landes lagen in Trümmern und viele Menschenleben wurden vernichtet. Und die letzten 20 Jahre haben Londinion nur noch feindseliger gemacht. Meine Leute werden dich also nicht da draußen holen kommen. Ist das klar? Alles klar, ich hätte gern euer schwerstes Geschütz, bitte. Wir geben unser Bestes. Dann bereite dich mal vor. Deine Ausrüstung findest du in unserer Waffenkammer, am Fuß des Turms, gleich draußen. Und ich glaube, dort wartet schon jemand auf dich, Captain. Sobald du die Basis erreicht hast, empfehle ich dir, den kürzesten Weg zur nahegelegenen Acelis-Fabrik zu nehmen. Dort ist eines unserer Feldverstecke. Ich kann nur nicht garantieren, dass sich sonst nichts dort befindet. Ich hoffe, ihr findet da draußen, was ihr sucht. Roboter, du kommst mit mir. Jawohl, Ma'am. Danke, Commander. Percival, bereit dich in ihren Kommunikationsturm einzuklinken? Sollte nur ein paar Minuten dauern. Erledige das und verschwinde von hier. Percival wird von hier aus die Stadt nach unseren Proben absuchen. Wenn er eine findet, wird er uns die Koordinaten übermitteln. Du kannst den Standort dieser Proben von hier aus genau bestimmen? Genau ist leicht übertrieben. Die Ausrüstung wird uns eine ungefähre Lokalisierung aller akzeptablen Proben im Scanbereich liefern können. Du, Kaisa und ich, wir müssen sie finden. Bereit, wenn du es bist. Ich stimme Percival zu, bringen wir es schnell hinter uns. Komm, wir sind mal... Okay. Geh zur Waffenkammer und rüste dich aus. Wenn du fertig bist, treffen wir uns am Stadteingang. Und was stand da jetzt? Erfrierungen erlitten? Prognose schlecht, Schmerzen, erlittener Gesundheitsschaden, verbraucht O2, also Sauerstoff. Achtung, gefährliche Witterung, sofort Schutz suchen. Achtung, Anzugschutz aufgebraucht, unzureichender Schutz vor Leiden. Okay, was sind da vorne? Ich darf mich hier bedienen, ne? Waffenkoffer. Mach mal so. Toxin. Hühnchen-Essenspaket, Orangensaft. Einfach Orangensaft. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Medipack. Neurajack. Kontaktgranate, Splittergranate. Helmständer. Helmnavigator nehmen wir mit. Unterkühlung verschlimmert. Also den kann ich nicht aufmachen. Tiefensuche, ausgeglichen Rucksack. Sieht auch cool aus. Nehmen wir mit. Paramount. Ich darf nicht einfach alles aufmachen. Ausstellungspuppe öffnen. Tiefenminen. Nehmen wir trotzdem mit. So. Nehmen wir auch alles mit. So, was sind hier hinten? Wo muss ich hin? Da muss ich rein oder hier rein? Ja, ich will jetzt erstmal hier rein, ja? Hier gibt's was abzuholen. Heißt es. So. Du entsprichst unserer Beschreibung. Vanguard Captain, das Kabinett will dir etwas geben. Du sollst die besten Werkzeuge für deine Aufgabe haben. Entschuldige mich jetzt bitte. Hüllenlos. Mikrogun X. Was? Warte mal, was sind das denn?
Gepanzert UC Anti-Xeno-Kraftvoll-Rucksack legendär. Alles besser außer Luft basiert, okay. Rüste ich aus. Dann Brandhelm UC Anti-Xeno legendär. Auch. Aber sieht cool aus. Und legendäres, das Wächtersanzug UC Anti-Xeno legendär. Ist luftbasiert, Strahlungsschutz, okay. Autoheilung. So, das nehmen wir mal mit. Drumbeat. Ist hier noch mehr? Medipacks. Okay, nice. Kaffeekek, Medipack. Hier nochmal Muni. Ich nehme alles mit, was mir jetzt helfen könnte. Ah, okay, da kann ich nicht dran. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Der hat nichts. Ich habe gehört, du gehst freiwillig da raus. Ja. Verdammt. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Trauma-Pack. Die Hanteln lassen wir. Hier ist noch ein Spind. Schlimmes Essenspaket. Eine Pinzette. So. Alter, wie cool sehen wir denn jetzt aus? Die behalten wir definitiv. Müssen wir zusehen, dass wir die vielleicht sogar noch ein bisschen ausrüsten, verbessern. Die ist ja mega cool. Und auch sehr, sehr schnittig. Aber natürlich sind wir hier wieder nachts. Ah, ich bin überladen. Verdammt. Einmal kurz zurück zum Schiff. Wir ergreifen nicht die Flucht. Wir wollen nur eben unsere Sachen hier einlagern, was wir eingesammelt haben. Ich komme gleich wieder, ja? Dass wir jetzt schon wieder aber überladen sind. Ich packe die aber eben erstmal hier unten in den Medikasten. So, und hier rein. Waffen. Den brauche ich nicht. Es kann nicht mehr gelagert werden. Also muss ich doch nach oben. Da beim Cockpit. Okay. Dann ist es halt so, dann müssen wir da rum. Aber die Rüstung ist mega. Nein. Ich hoffe, die pechschwarze See behandelt dich gut. Warum? Warum fallen wir runter? Jetzt den ganzen Weg hier wieder hoch. Nochmal von vorne. Ah. Herrlich. So, jetzt. Mhm. Brauchst du was? Ne, nicht von dir. So. Wie kann ich dienen? Nee. Würde ich alles andere einfach verkaufen wollen, tatsächlich. Da. So, Inventar. Den können wir wegpacken. Den behalten wir auf jeden Fall. Packen wir den. Jetzt habe ich eins zu viel weggepackt, egal.
Equinox des Speers. Ist besser. Den brauchen wir nicht. Würde ich den hier behalten wollen? Packe ich den lieber weg. Den weg. So. Arbeitsuniform UC Navy Dienst. Lederkleidung schick schon wieder. Unter Hilfe. Warte mal. So, der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Den behalten wir. Der kann weg. Dimos Rucksack weg. Die weg. Helme weg, 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 weg. Ist schon ein cooles Stück, was wir hier jetzt haben. Die behalten wir alle erstmal, auch wenn die ein bisschen was wiegen. Unter Hilfe Heildings, Hühnchen, Neurajack, Orangensaft. Den behalten wir auch. So, hier hatten wir aber auch ein bisschen was, was wir nicht haben wollten. Diese Bücher. Nein, das war das Falsche. So, Notizen. Jetzt das eine hier. Den wieder zurück. Hilfe, Notizen, Ressourcen, Toxin. Sonstiges haben wir sonst nichts. Okay. Und wieder raus mit uns. Beziehungsweise hier jetzt nochmal. So, unter Waffen. Konnte ich das jetzt nicht favorisieren? Wie war denn das mit dem Favorit machen? Dafür haben wir aber auch ordentlich Muni gerade. Ja, was gibt's? Jo, wir sind bereit für den Xenomorph-Krieg. Londinien. Ich habe Angst. So, warum konnte ich jetzt aber nicht favorisieren? Jetzt. Dann würde ich den hier hinpacken. Den Equinox. Pack ich mal hier hin. Modifiziert Drumbeat. Hier. Dann kann der hier weg. Okay. So, dann machen wir uns bereit. Wird ein schwerer Kampf. Dieses Piepen macht mir Angst. Aber krass, dass wir das jetzt schon so eine geile Rüstung haben. Die behalten wir, die werden wir immer wieder nach und nach ausbessern. Erstens von der Farbe. Gefällt's mir auf jeden Fall. Okay, das UC Vanguard Logo gefällt mir jetzt nicht. Ich will irgendwie was Eigenes haben, aber okay. Wie oft ist das der Fall?
dass man nur so spielen was Eigenes hat. So, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Ist deine Ausrüstung bereit? Und jo. Du auch? Ja. Moment, bist du nervös? Nur leicht nervös. Wenn man so lange immer Geschichten hört, macht man sich das im Kopf alles viel größer, als es ist. Aber mach dir meinetwegen keine Sorgen. Ich komme schon klar. Also legen wir jetzt los? Okay. Dann bringen wir es über die Bühne. Kaiser, Percival, alles im grünen Bereich bei euch? Ich bin bereit. Persönliche Nachrichten sollten jetzt über Kaiser geleitet werden. Verstanden? Verstanden. Laut und deutlich. Okay. Vielleicht zu laut. Du bist ein Kracher-Roboter. Kaiser, fang an. Frechheitscode übertragen. Wenn Sie bereit sind, dürfen Sie das Tor öffnen. Ja. Bereit, nicht sicher. Okay. Wir sind auf dem Weg. Aber wir ziehen durch. Percival, wohin geht's? Erste Suche läuft. Hab eine. Erzähl es. Nicht weit. Eine alte Werft gleich hinter der Aufbereitungsanlage. Die Genproben sind wahrscheinlich in einem der Container. Okay. Gut, dass wir aber. Dass ich jetzt hier. Tötungsprotokolle aktiv. Das ist jetzt aber kein Terrormorph, oder? Doch, ein Terrormorph. Solche organischen Ressourcen sind nützlicher als man denkt. Aua! Wieso kann ich jetzt nicht schießen? Scheiße! Die Dinger werden gesteuert! Die werden gesteuert? Schalte sie aus und halte Ausschau nach dem Morph, der sie kontrolliert! Morph kontrolliert sie? Der. Okay, die Waffe ist ja nice. Alle Kampfsysteme aktiviert. System beschädigt. Leite Energie um. Das waren alle. Aber keine Spur von dem. Ah, Terramorph. Die Werft liegt direkt hinter der Aufbereitungsanlage. Das Versteck samt Inhalt befindet sich im hinteren Teil der Anlage. Sind wir nah genug, dass du von hier aus die Proben lokalisieren kannst? Ja, sie sind schwach. Aber ich erfasse mehrere gültige Signaturen. Die Container haben jetzt wieder Strom. Jackpot! Da nichts wie runter und ordentlich zugreifen. Also, wir müssen schon hier durch, okay. Oh, nice. Dietriche, nice. Was ist denn das? Battle Slim. So, und hier. Noch ein Medipack, nice. Das ist ja super. Okay, das kriegen wir nicht auf. Gut, dass wir hier jetzt nochmal reingegangen sind. Auch wenn es nur aus Versehen war, aber egal. Haben wir uns geholt. Albino Terrormorph. Jo.
Alter, und dann springt er noch hier hoch. Bitte, bitte, halt. Alter, das mit diesen Angststimmen. Näher, näher, immer näher. So, da. Nein. Komm, komm, Kaiser, hilf. Du lässt mich doch nicht etwa hier, oder? Noch einer. Getarnt. Alter, was? Komm, stirb! Waffen runter. Wir wollen nur eure Freunde sein. Das bezweifle ich. Alter, Terrormorphs. Und dann gleich zwei Stück von denen. Aber gut, dass ich jetzt hier oben erstmal in Sicherheit bin. Der ist tot. Zieleliminierung steht bevor. Bestätigt. Lauf! Weg hier! Los! Siehst du uns noch was? Wir sehen jetzt aber den. Sofort! Mir ging jetzt der Sauerstoff aus. Alter, der nimmt so gut wie gar keinen Schaden. Er ist da drüben. Alter, der hat schon fast alles gefressen, was ich habe. An Munition. Komm, das schaffen wir. Ja! Alter, wie laut die Musik gerade wurde. Und gleich zwei Terrormorphs. Sind alle am Leben? Sind alle da? Ja, die sind beide noch da. Da haben wir das erste Ding. Ich habe so die Befürchtung, gleich kommt noch einer. Ah, hier. Nehmen wir mit. Ich habe gerade super den Sprung. Okay, jetzt eher weniger, weil es voll ist. Da müssen wir hin, in dem der hängt. So. Alle Azelis-Proben gesammelt. Okay, nice. Die geben wir jetzt Kaiser und dann verschwinden wir hier. Ja, wo ist denn der? Dein Ernst? Proben. So. Gesichert. Gute Arbeit. Also gut. Bei einem vorherigen Scan wurde eine Terrormorph-Probe erfasst, aber im Raumhafen. Der schnellste Weg dorthin scheint mit dem Hafen zerstört worden zu sein. Unter der Stadt gibt es Dampftunnel, durch die wir den Raum. Haben wir hier noch irgendwas mit gut Muni? Versuchen wir den hier. Das stimmt, was? Kaiser. Woher wusstest du das? Ich bin mir nicht sicher. Percival, siehst du eine bessere Option? Nicht aus meiner Perspektive. Dann haben wir unsere Antwort. Ja, ich hoffe, wir schaffen das klar. Frei. Wir können weiter. Dahin, okay. Aber gleich zwei Terrormorphs hier in dem Gebiet. Aber gut, dass wir jetzt hier
zwei Begleiter haben, die helfen. Dampftunnel. Ich hoffe, die Waffe, die ich jetzt habe, die ist auch ordentlich. Schussregeneration. Kaisa, das hier ist die Lazarus-Pflanze, nicht wahr? Bestätigt. Niemand erkannte, dass sie ein Lebewesen war, bis jemand sie unter das Mikroskop legte und sah, dass sie Zellen hatte. Kann nur in Londinion angepflanzt werden. Ein echtes Wunderwerk. Okay. Ich habe aber die Befürchtung, wir werden hier noch ein paar Mal hinkommen müssen. Oh, das brauchen wir. Den adaptiven Rahmen. Dass uns nicht nur die Vanguard-Quest hier nach Londinion schickt. Oh. Okay, paar Thermoparasiten. Ich habe die aber bisher noch nicht gescannt, hä? Kann ich auch nicht scannen, okay. Oder? Wir sollten keine Ressourcen verderben lassen. All diese Parasiten. Was hält euch denn warm? Gute Frage. Veredelt Helm Sternenvagabund. Aus dem Weg. Okay, hier gibt es sonst nichts. So, Panoptikon. Weltraumschurke nehmen wir mit. Frage. Gott, sieh nur, eine blühende Lazarus. Wir sind vielleicht die einzigen. Was? Was ist los? Captain, siehst du das? Alter, was? Ah! Oh mein Gott. Die Thermoparasiten sind Terrormorphs. Du hast das gerade gesehen, oder? Du würdest mir sagen, wenn ich den Verstand verliere. Der Parasit ist zu einem Morph geworden. Das Ungeziefer auf allen Planeten, das sind Baby-Terrormorphs. Parasiten verstecken sich auf Schiffen, schleichen nach der Landung weg und verwandeln sich dann. Wir wissen jetzt, wie Terrormorphs auf neue Planeten kommen. Nichts Natürliches sollte das tun können. Was wir gerade gesehen haben, so werden doch nicht alle Terrormorphs geboren, oder? Nein, die Lazarus-Pflanze kann nur hier wachsen und blühen. Man hat es versucht. Und wenn das, was wir gerade gesehen haben, auch anderswo passieren würde, dann wäre nicht nur Londinion zerstört worden. Was wir gerade gesehen haben, muss eine alternative Wachstumsmethode sein. Eine, die 70 Jahre Reifeprozess auf Sekunden verkürzt. Unglaublich! Was bedeutet das für die Pläne, die Terrormorphs zu beseitigen? Darauf habe ich im Moment keine Antwort. Aber Nymphen und adulte Exemplare haben meist dasselbe Genom. Wenn das auch hier so ist, erledigt die Mikrobe sowohl Parasiten als auch Morphs. Die Aceles, da müssen wir recherchieren. Aber nach allem, was wir über die Kreaturen wissen, würde es mich nicht wundern, wenn sie beides gerne fressen. So. Nichts Natürliches sollte das tun können. Ich bin geneigt, zuzustimmen. Aber es sieht so aus, als hätte die Natur das so eingerichtet. Die Lazarus-Pflanze beschleunigt die Thermoparasitentransformation offenbar. Verwandelt das eine ins andere. Augenblicklich. Aber das heißt, wenn jemand davon wüsste, könnte er eine Terrormorph-Geburt auslösen.
Man könnte einen Parasiten oder sogar mehrere in eine Stadt wie New Atlantis schmuggeln. Guter Gott, der Angriff auf New Atlantis. Könnte das jemand eingefädelt haben? Geplant haben? Nach dem, was wir gerade gesehen haben, ist das sicher möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, was man braucht, um so etwas durchzuziehen. Ich weiß nicht, was ich im Moment denken soll. Weiß ich auch nicht, aber es wäre möglich. Aber erst einmal müsste man die Wahrheit kennen. Erst einmal müssen wir... Naja, wir müssen das Ding fassen, wenn wir es wirklich wissen wollen. Hinterher! Wir können fortfahren. Los! Oh, Credstick. Geld. So. Gibt's hier sonst noch was? Aber Alter, wie schnell der sich hier entwickelt hat. Wie schnell der gewachsen ist. Das ist jetzt aber erstmal noch ein junger Terramorph. Ich habe aber Angst. Es hört sich jetzt schon so an, als wären wir... Da ist er schon. Sicherungen deaktiviert. Jo, der hat auf mich abgesehen, ne? Kann das sein? Okay. Gut. Alter, die Waffe ist ja richtig scheiße. Versuchen wir mal den. Du bist im Weg. Okay, den kriegen wir gleich hin. Aber es ist zum Glück nur ein Level 10er. Und 145 Erfahrung. Also, gehen wir der Sache auf den Grund. Percival, KI sammelt die Zelldaten von den Angriffen auf New Atlantis und Tau Ceti, richtig? Kaisa soll einen Blick auf diese Probe werfen. Einfrieren verstimmert. Heißen Kaffee kriegen, der mich jetzt ein bisschen aufwärmt. So, schadensresistent. Irgendwas, was mich jetzt aufwärmt. Hier, was hilft gegen Dingens. Mache ich jetzt mal den. Aber aufwärmt tut mich das jetzt nicht, hä? Analyse-Sequenz ein. Sie stimmen überein. Das bedeutet mit großer Sicherheit, dass die Angriffe auf beide Planeten mit Hilfe der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurden. Unmöglich, dass eine so seltene, fragile Pflanze einfach so hier auftaucht. In New Atlantis und in Tau Ceti. Die Transformationen auf diesen Welten wurden von Menschen ausgelöst. Captain? Ist dir klar, worüber wir hier gerade gestolpert sind? Ich glaube, das bedeutet, dass der Angriff auf New Atlantis mit der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurde. Ja, jemand dachte, er könnte UC angreifen und ungeschoren davon kommen. Nee, ich glaube, dass... Jemand hat die Lazarus-Pflanze in Aktion gesehen und sie benutzt, um die Angriffe auszulösen. Das ergibt tatsächlich einen Sinn. Tau Ceti war wahrscheinlich der erste Test. Ein abgelegener Ort, an dem niemand nach dem Verschwinden einiger Siedler fragen würde. Dafür sorgen, dass die große Show, der Angriff auf New Atlantis, ein Erfolg wird. Und den Zeitpunkt dafür
Es kann kein Zufall gewesen sein, dass es genau dann passierte, als wir das Kabinett baten, gegen die Terrormorphs aktiv zu werden. Diese Angriffe. Jemand hat sie geplant, um das in Gang zu setzen. Ich fand die Zeiten, zu denen diese Terrormorphs auftauchten, merkwürdig. Ich schätze, das wäre möglich. Du klingst gerade wie ein kompletter Spinner. Hast du nicht gesagt, die Pflanze kann nicht woanders wachsen, außer hier? Kann sie auch nicht. Dachte ich. Aber wenn wir recht haben, hat vielleicht jemand einen Weg gefunden. So, ich schätze, das wäre möglich. Eine so seltene Pflanze, die ungebeten auf zwei verschiedenen UC-Planeten auftaucht? Ich denke, es ist mehr als nur möglich, dass hier Menschenhand im Spiel war. Aber das beantwortet keine der wichtigen Fragen. Wer könnte so etwas auf die Beine stellen? Und warum? Unit Colonies, jemand in den UC hat etwas mit der Lazarus-Pflanze vor. Das Freestyle Collective ist am wahrscheinlichsten. Da ist die Freude groß, wenn die UC leiden. Ich habe ein paar Ideen, aber wir dürfen nicht einfach mit Anschuldigungen um uns werfen. Commander Hatum oder einer ihrer Soldaten, sie wissen am ehesten davon. Es war Haus Varun, glaub mir, diese Typen sind die schlimmsten. Vielleicht eine unabhängige Gruppe wie Ekliptik, die suchen immer nach Feuerkraft. Mein Vater lebt und hat gezeigt, dass ihm Menschenleben egal sind. Vielleicht ist er involviert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich könnte tatsächlich denen, allen die Schuld irgendwie geben. Ich habe ein paar Ideen, aber wir dürfen nicht einfach mit... Anschuldigungen um uns werfen. Gutes Argument. Eine so folgenreiche Anschuldigung muss auf Beweisen basieren, nicht auf Spekulationen. Wir sollten die Diskussion lieber dann führen, wenn ihr nicht gerade am Rande der zufrierenden Hölle des Universums steht. Wenn wir weitere Terrormorph-Angriffe verhindern wollen, ob von Menschen oder anders verursacht, dann brauchen wir diese letzte Probe. Roger. Kaisa, bringst du uns zum Raumhafen? Der Eingang ist hier entlang. So, okay. Wo? Ja. Wir müssen uns irgendwie aufwärmen, ja? Beziehungsweise wir könnten vielleicht eine Heizung oder sowas in unserer Rüstung gebrauchen. Eine Heizung und irgendwie eine Klimaanlage. Verkrüppelt. Ich bin verkrüppelt. Ich kann den Schließmechanismus nicht mit ausreichend Strom versorgen. Hat jemand eine Idee, wo wir mehr Saft herkriegen? Die Stromversorgung wurde wohl im Sicherheitsbüro Der Captain und ich können ihn auskundschaften. Kaisa, sieh zu, dass du einen anderen Weg findest, ihn zu öffnen. Verstanden. Der Büroeingang hat jetzt wieder Energie. Der Weg ist frei. Okay. Wahrscheinlich da oben. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich noch ein Terramorph. Wir haben aber auch keine Muni mehr mit dem. Wir müssten irgendwie Munition... Nehme ich mit. Da ist die Schalttafel. Sieht noch funktionsfähig aus. Das ist Meister, okay. Ausgerechnet, die hat überdauert. So, noch ein Medikat. Nice. Leer. Wir müssen auch Schlösserknacken üben. So. Versorgung reaktiviert. Fehler. Neustart des Kontrollsystems erforderlich. Und das würden wir tun. Würden wir? Kev, ich glaube, ich sehe es. Was? Hier ist ja noch jemand. Natürlich, jetzt bin ich auch wieder überladen. Eingeleitet. Diagnose
So. Vielleicht. Hier drauf wieder? Achtung, dringendes Sicherheitsrisiko. Stromversorgung der Außenluke wiederhergestellt. Wieder im Geschäft. Achtung, Notfallnachricht registriert. Transkriptionsprozess eingeleitet. Wird abgespielt. Admiral Sanon, wir müssen den Evakuierungsantrag stellen. Das ist mein Vater, mit dem er spricht. Er war hier? Hätte nicht gedacht, dass er den Mumm hat, diesen Soldaten in die Augen zu sehen, bevor er den Laden in die Luft jagt. Admiral! Er hat sich einfach verwandelt. Eine unsichtbare Waffe. Kein Planet wäre sicher. Colonel, sind alle Truppen, die die Abwasserkanäle nach meiner Beurteilung versiegelt haben, in der Anlage? Abgesehen von unseren Opfern? Ja, Sir. Gut. Sie sollen Verteidigungspositionen am Raumhafen einnehmen. Niemand darf weg. Ich werde schnellstmöglich Schiffe schicken. Gott sei Dank. Niemand von uns wollte von diesen Dingern umschwärmt untergehen. Dazu wird es nicht kommen, Caro. Mein Wort darauf. Transkription abgeschlossen. Physische Ausgabe verfügbar. Eine unsichtbare Waffe. Er wusste es. Er wusste von der Lazarus-Pflanze. Nimm die Aufnahme. Wir müssen reden. Da ist die Aufnahme. Oder quatschen wir mal mit ihr? Ve Victis. Er zerstörte diesen Ort und tötete diese Menschen. Um das, was er über die Lazarus-Pflanze und die Terrormorphs und all das wusste, geheim zu halten. Nicht wahr? Er hätte den Bombenanschlag aus vielen Gründen atmen können, der Ausbruch der Terrormorphs zum Beispiel. Ich habe diesen Trick mit dem Gedankenlesen, den du da beherrschst, nie gelernt. Die Aufzeichnung sagt alles. Er erkannte das Potenzial der Pflanze als Waffe und versteckte sie. Er hat die Menschen getötet, damit sie nichts erzählen konnten. Er hat die ganze Stadt zum Tode verurteilt. Er ist ein Kommandant in einer schwierigen Situation. Jemand, der dachte, das Geheimnis zu bewahren, würde Leben retten. Ja, das würde ich sagen. Der beschloss, seine eigenen Soldaten sterben zu lassen. Was für ein Commander tut sowas? Aber wenn die Pflanze als Auslöser für die Angriffe benutzt wurde, war Ve Victis dann an dem Massaker in New Atlantis beteiligt? Das ist nicht möglich. Sie halten ihn unter strenger Kontrolle. Diese Idee ist es wert, weiter diskutiert zu werden, wenn wir nicht von Terrormorphs umzingelt sind. Das auf jeden Fall. Gutes Argument. Ein Monster nach dem anderen. Holen wir die letzte Probe. So, okay, letzte Probe. Würde ich aber dann in der nächsten Folge machen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.